Lonau und Sieber. So nah und doch verschieden. Der geologische Untergrund der Lonau ist das harte Grundgebirge. Die Sieber hingegen quert den relativ weichen Zechstein. So konnte am Übergang die Lonau den größten Wasserfall des Westharzes bilden. Auch die Temperatur differiert. Das lässt sich gut im Winter beobachten, wenn die Sieber noch strömt, während die Lonau bereits eine Eisdecke ziert. Das klare Wasser bietet einen begehrten Lebensraum. Problemlos lassen sich viele Fische und oft unter den Steinen Kleinstlebewesen wie zum Beispiel Köcher, Eintags- und Steinfliegenlarven finden. Die Menge und das Volumen von Steinfliegenlarven weist auf die Höhe der Wasserqualität der Lonau hin. Das klare Wasser bietet einen idealen Lebensraum für Kleinstlebewesen. La clara aquo ofertas idealan vifterinon por etiae aquo insectoi.